Wir sind wieder zurück bei Assassin's Creed Unity und steigen vor Freude erstmal auf eine Kutsche. Nein, natürlich nicht. Wir begeben uns jetzt zur nächsten Hauptmission. Hier wurde gerade noch gemordet und geschlachtet. Das ist ja alles schön und gut. Damit möchte ich aber gerade nichts zu tun haben. Ja, wir begeben uns zur nächsten Hauptmission und die trägt den Titel Die Hinrichtung. Und ich weiß nicht, wer genau hingerichtet wird. Meine Nase juckt. Aber ich glaube, das wird mitunter nicht so schön werden. Aber schauen wir einfach mal, hier ist die nächste Hauptmission, was ist das? Dantons Opfer, eine Vier-Spieler-Mission im Koop, aha. Naja, guten Tag, liebe Elise. Die Hinrichtung. Germain ist irgendwo auf der Tribüne und schaut sich die Hinrichtung von Ludwig dem XVI an. Ich hab das mit römischen Zahlen, nicht so bis 10 ist gut, aber dann danach verlässt es mich immer. Auf jeden Fall von die Hinrichtung von Ludwig, ne? Los geht's. Sie bringen den König hoch. Bist du sicher, dass Germain kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns. Dann sind wir auch schneller. Alter. Bringt den Verurteilten vor! Germain eliminieren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen, 2 Fundstücke, 8 Verstecke, 53 Wachen und so viele Menschen auf einem Bildschirm, das ist schon krass. Das ist schon richtig, richtig krass auf jeden Fall. Und das wird auch... Es geht. Es ruckelt gar nicht so schlimm, wie ich vielleicht gedacht hätte. Wenn man hier unten nach hinten unten guckt, ist die Framerate ein bisschen instabil, aber sonst geht's. So, wir schalten mal das Adlerauge an. Zeigt uns noch nichts. Okay. Wir müssen Germain finden. Und sollten vorher Schützen töten. Keine Ahnung. Das sieht ja aus, wie als Deutschland aus Brasilien zurückgekommen ist mit dem Weltmeisterpokal. Ja, Deutschland! Schweig! Schweig still! Okay. So. Richten! Seht! Runter mit der Rübe! Genug, provoziert mich nicht. Okay, wo ist Germain? Das ist die Frage. Des belagerten Frankreichs. Boshaft und hinterlistig. Jetzt wird er für die Schulden. Wollt ihr kämpfen? Nein. Werdet Zoll. Okay, wir laufen auf die andere Seite. Da ist nämlich ein bisschen mehr los. Der sich durch unbedachte Äußerungen gegen unsere neu gewonnene Freiheit wendet. Jeder mit der Bürger, der den Glanz unserer glorreichen Revolution beschmutzt, ereile dasselbe Schicksal. Was wir heute hier vollziehen, wird auf ewig in die Geschichtsbücher eingehen. Ich schätze mal, Germain wird da hinten sein. Da hinten in diesem Dingen, wo ein bisschen überdacht ist. Boah, wie sollen wir denn da hinkommen, Alter? Okay, wir müssen ein bisschen schneller laufen. Ich weiß nämlich nicht, wann die Hinrichtung stattfindet. Wir irgendwo wachen? Ne, haben wir nicht. Okay. So, da oben schätze ich mal ist Germain dabei. Freiheit, auch nicht. Brüderlichkeit. Du Massaker und Völkerwahn.
Okay, wo ist der Penner? Es ist gar nicht mal so einfach. Okay, nochmal das Adlerauge. Da hinten ist er. Okay. Ja, hier sind dann aber auch überall Wachen, ne? Das Einzige, was wir machen könnten, wäre versuchen durchzurennen. Versuchen es. Okay, alles gut, alles gut. So, da ist er. Okay, pass auf. Hier hoch. Und wir töten ihn. Was? Wieso konnten wir den jetzt nicht töten? Hä? Hallo? Hallo, Arno. Monsieur Germain. Wie passend, euch bei der Wiedergeburt des Templerordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch beim ersten Schritt dabei. Monsieur de la Serre. Ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden, klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Bürger, ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, wessen man mich beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren möge. Der König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schüren. Und Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen, wie ihr seht. Für diese Wahrheit ist der Mollet gestorben. Der göttliche Anspruch von Königen ist nicht mehr als der Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Krone und die Kirche im Staube liegen, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft formen. Nun entschuldigt mich. Einen schönen Tag noch. Tötet ihn. Du Bastard. Los! Ein guter Auftritt. Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben. Schützt den Großmeister! Der Großmeister, der kann mich. Ist da gerade ein Gegner, einfach so gespawnt? Ist auch nicht so geil, ne? Elise, wir müssen los. Ich schaffe das. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ich hab doch extra auf... Meine Fresse, du Pisser. Ja, natürlich. Lauf ihm nach! Nicht ohne dich! Elise, warte! Sag mal, Elise, wo will die denn jetzt hin? Oh, verdammt, das gibt's doch nicht. Wo will die denn hin? Ach, Elise. Da kommt noch mehr! Wo lang? Geh schon, folge Germain! Das ist es nicht wert! Boah, Pisser! Elise, warte! Verlierst dein Tempo, unser Mann! Keine Ahnung, wie der das gerade gemacht hat, indem er mich einfach gepiekt. Also, der hat mich gerade einfach abgeschossen, obwohl er gar nichts gemacht hat, hä? Lustig. Wo will Elise denn jetzt hin, Alter? Nach dem Wasser! Elise, es ist vorbei! Weg hier! Ich werde dich nicht entkommen lassen! Boah, ey, das gibt's nicht. Sag mal! Verdammt, er entkommt uns!
Ist schön, wie die uns auch immer stehen lässt, ne, und einfach wegrennt. Aber wir müssen sie ja verteidigen. Ja, schön. Danke. Danke, Elise. Ja, hör auf damit. Lea, er muss zu Fuß unterwegs sein. Ich fürchte, wir haben im Moment ein ganz anderes Problem. Elise! Er ist weg. Verdammt! Unsere einzige Chance! Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast ihn nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht Manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise! Naja, in einer Sache hat sie schon recht. Wir hätten ihn einfach so töten können, ne? Ich meine, er stand direkt vor uns. Wir hätten ihn einfach so töten können und haben es nicht gemacht. Also besser gesagt, der gute Arno hat es nicht getan. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Naja. So, da unten haben wir noch direkt schon das nächste Verbrechen, das hier stattfindet. Kriegen wir den von hier oben? Ich bin mir nicht sicher. Nee, kriegen wir nicht, ist aber auch egal. So. Ich würde sagen, wir düsen dann direkt mal zur nächsten Mission. Damit wir das hier im Handumdrehen weiterspinnen können. Jetzt sind wir gerade so schön drin in der Mission. Und dann checken wir einfach mal, was als nächstes passiert. Wo ist denn die Mission eigentlich? Sonst reisen wir da eben schnell hin. Ja, doch, ich glaube, da reisen wir eben schnell hin. Das ist direkt am Café, okay. Trifft sich ganz gut, da können wir nämlich gerade die Kiste noch ausrauben. Dann haben wir das nämlich auch erledigt, wa? So. Der Ladescreen ist in Bälde vorbei. Noch ein klein bisschen Geduld. Also die Ladesequenzen, ich kann mich da gar nicht genug drüber aufregen. Das ist echt übel. Ah. So, auf zur grünen Kiste. Die grüne Kiste in Assassin's Creed Unity gibt mir immer ein Lächeln im Gesicht. Boah, 5000 können wir mittlerweile tragen hier in der Kiste. Krass. Richtig krass, ey. Richtig krass. So, wunderschön. Ein nettes Sümmchen. Und jetzt müssen wir runter zu den Assassinen. Da gehe ich wieder meinen Lieblingsweg. Das Haus ist mir zu verworren. Da verlaufe ich mich immer. Hui. Hui. So, hier geht's ins Häuschen rein. Und hier interagieren wir. Und es wartet auf uns ein brandneuer Ladescreen. Hey! Diese Ladeballbildschirme. Wie sie liebe. So. Okay. Saliono. So, die Nachbesprechung beim Rat. Arno! In Gottes Namen ist heute bitte am Place de la Revolution geschehen. Germain war dort und ich kenne nun seinen Plan. Ihr müsst... Solltet ihr diese Ermittlungen nicht anderen überlassen? Ja, aber hört doch! Ja, aber hört doch! So wenig achtet ihr die Bruderschaft? Ich hab's gewusst. Ich sagte Mirabeau, dass ihr zu tief in eure persönlichen Fäden verstrickt seid. Darum trat ich doch der Bruderschaft bei. Ja, nicht weil ihr unsere Ideale teilt oder euch berufen fühltet.
Aus Rache. Wiedergutmachung. Nennt es, wie ihr wollt. Ihr habt euch den Befehlen des Rats wiederholt widersetzt. Ziele ohne Billigung verfolgt. Und mit jedem Schritt unser Credo missachtet. Meisterin Trenet? Angesichts dieser Fakten bleibt mir leider keine andere Wahl, als über euren Ausschluss abstimmen zu lassen. Meister Bellier? Dafür. Was wollt ihr? Meister Kemal? Dafür. Arnaud Dorian, der Rat hat entschieden. Euer Rang und Titel werden euch genommen. Und ich verstoße euch hiermit aus der Bruderschaft von Paris. Das kann nicht euer Ernst sein. Hört mich an, ich weiß, was Germain am Schilde führt. Ich kann ihn aufhalten. Die Entscheidung dieses Rats ist endgültig. Wir erlauben euch zu gehen. Das ist krass. Richtig krass. Aber ich glaube, keine Entscheidung für die Ewigkeit. Also kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Aber warten wir mal ab, was jetzt geschieht. Nein. Wo ist sie? Brasserie Garçon. War das letzte Nacht? Oh. Vessar, 12 Stunden zuvor. Mach, dass du hier rauskommst! Aber ich... Raus! Du hast genug Ärger gemacht für eine Nacht. Schön. Dann besorge ich mir meinen Wein eben anders. Wir sollen etwas Wein stehlen. Unseren Kirschbombenköder einsetzen. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Assassin's Creed Unity. Arno befindet sich auf einem kleinen Trip, ist besoffen bis zum geht nicht mehr und er möchte etwas Wein haben. Wir hören und sehen uns. Bis dahin. Aus der Bruderschaft geflogen, nach der Abstimmung des Rates, befindet sich Arno am Tiefpunkt seiner Karriere bzw. seines Lebens. Monatelang seit den Ereignissen in Paris sind vergangen und wir müssen uns jetzt ein bisschen Wein stehlen. Wie gesagt, der gute Arno hat einen kleinen Tiefpunkt im Moment, ist betrunken und möchte sein Leid quasi einfach nur runtertrinken. Mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge hinkriegen. Ich bin sehr gespannt, was noch alles so passieren wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!
Tears.